Hallo, ich bin's wieder, Mareike. Ich stehe hier vor dem Karlsruher Rathaus und wir treffen jetzt gleich Benjamin Bauer. Benjamin Bauer ist hier in Karlsruhe Stadtrat und er ist queerer Lehrer. Und er wird uns ein bisschen was darüber erzählen, wie es queeren Jugendlichen an Schulen geht, ob der Bildungsplan eigentlich auch queere Themen vorsieht und was es eigentlich mit dem Stichwort Schule der Vielfalt auf sich hat. Ich freue mich jetzt, Benjamin Bauer kennenzulernen. Kommt mit. Hallo, mein Name ist Benjamin Bauer. Ich bin 33 Jahre alt, bin Gymnasiallehrer an einem Gymnasium in Baden-Baden im Moment. Ich unterrichte in diesem Schuljahr die Klassenstufen von 8 bis zur Kursstufe, also die AbiturientInnen sind auch mit dabei. Natürlich manchmal in anderen Jahren auch jüngere SchülerInnen bis zur 5. Klasse runter. Ich bin in den Fächern Geschichte und Englisch unterwegs und in diesem Jahr zum ersten Mal beim CSD aktiv mit dabei. Ich freue mich natürlich ganz besonders über diese Gelegenheit und ich freue mich auch sehr über das Motto in diesem Jahr. Finde ich eine ganz bereichernde Geschichte, dass man so queere Jugendliche und eben auch das Thema Schule in den Fokus nimmt. Gerade in den letzten 2 Jahren in der Pandemie-Erfahrung sind Jugendliche viel zu kurz gekommen in allem. Und deswegen freue ich mich ganz besonders natürlich auch über die Rückkehr der Normalität für den CSD in allen Bereichen mit Straßenfesten, Partys am Abend und natürlich der ausgelassenen Stimmung auf der politischen Kundgebung und dem Demonstrationszug, auf den ich mich sehr freue. Also das ist sehr abhängig natürlich von den Einzelpersonen und darin liegt auch ein Stück weit das Problem. Ich persönlich erlebe es in meinem Schulalltag, dass Schulleitung, ich meine jetzt gar nicht meine Schulleitung direkt, sondern Schulleitungen und das Kollegium A, wohlwollend mit dem Thema umgehen und mit einer gewissen Gelassenheit. Aber ich sage immer, und das ist nicht böse gemeint, mit einem inkompetenten Wohlwollen, weil ihnen eben tatsächlich Aufklärung und Bildung an vielen Stellen fehlt. Und das liegt an den Strukturen, zu denen wir sicherlich auch gleich noch kommen. Aber generell erlebe ich das insgesamt ziemlich gelassen. Also das Thema Diskriminierungserfahrung, das ich jetzt persönlich als Lehrkraft mitkriege, ist sehr gering und auch im Schulalltag, was auch ein Stück weit dran liegen kann, dass es ein Gymnasium ist, sind die Diskriminierungserfahrungen, die wir als Lehrkräfte mitbekommen von den SchülerInnen, eher kleinere Sachen. Aber auch das ist immer ein Stück weit durch die Strukturen bedingt. Mobbing, also die großen fetten Brocken, die finden immer im Verborgenen statt und da müssen wir ran. Also ja, ich glaube, es hat sich in den letzten Jahren vieles verbessert, weil das Thema in unserer gesamten Gesellschaft viel präsenter ist. Das ist natürlich in den Medien viel präsenter. Auf Netflix kann man ja mittlerweile eigene Kategorien für queere Filme und Serien anschauen. Ich glaube, das macht schon einiges aus. Ich habe auch den Eindruck, dass die Jugendlichen insgesamt viel näher an das Thema herangerückt sind, eine viel größere Offenheit dafür entwickelt haben, weil sie eben viel mehr damit konfrontiert sind und somit auch das Thema Sichtbarkeit sich aus meiner Sicht deutlich verbessert hat. Im Schulalltag würde ich sagen, gibt es schon Unterschiede, also zwischen den einzelnen Schulformen. Das liegt jetzt aber nicht daran, so klassisch von dem Denken her, die Hauptschüler sind zu doof und die Gymnasiasten, die kriegen das alles auf die Reihe, sondern es hat ganz viel eben mit Sozialisation, mit Milieus zu tun, aus denen SchülerInnen stammen. Und die Frage, wie sehr sich natürlich auch in ihrem Alltag das queere Leben dann widerspiegelt. Und da ist mein Eindruck, dass da an den Gymnasien manchmal eine höhere Präsenz da ist und deswegen vielleicht auch ein größeres Verständnis. Aber das liegt nicht an den SchülerInnen, das liegt auch nicht an den Lehrkräften, sondern es liegt daran, dass wir die Strukturen an diesen Schulen, gerade eben auch, wie wir mit Kindern aus schwierigen sozialen, schwierigen finanziellen Milieus und Herkünften, wie wir die besser in diese Themen integrieren und mit denen vertraut machen. Ja,
Also generell kann ich aus meiner persönlichen Erfahrung berichten. Da hatte ich eine wirklich Erfahrung, die mir tatsächlich auch, also die hat mir wirklich was ausgemacht. Das war eine Gruppe von SchülerInnen, die das mitbekommen haben, dass ich schwul bin und sich da wirklich in einer WhatsApp-Gruppe aufs Übelste sprachlich drüber ausgelassen haben. Wenn man Lehrkraft ist, dann steht man ja irgendwie so ein bisschen vulnerabel den ganzen Tag vor Klassen. Und das ist gar nicht so sehr auf das Thema Queersein bezogen, sondern natürlich auf alle anderen Themen. Also man bietet immer Angriffsflächen für SchülerInnen. Und es ist ein Teil des Jobs, ein Teil der Lehrerpersönlichkeit idealerweise, dass man natürlich auch eine gewisse Resilienz mitbringt, um mit solchen Dingen selbst umzugehen. Ich kann deswegen so offen darüber berichten, weil das eben SchülerInnen sind, mit denen ich heute ein super Verhältnis habe, weil es allein durch Beziehungsarbeit, alleine durch Aufklärung und Gespräche total leicht aus dem Weg zu schaffen war. Das liegt ja eben oft eben an solchen Missverständnissen und an Stereotypen, die auch bei den SchülerInnen im Kopf sind. Generell fehlt es natürlich an den Schulen an solchen Strukturen, fest etablierte Strukturen, an die sich Lehrkräfte wenden können, wenn sie solche Erfahrungen haben. Klar, der erste Ansprechpartner oder die ersten AnsprechpartnerInnen sind immer die Schulleitungen, aber auch da ist die Frage, wie gut die geschult sind. Ich glaube, sie sind nicht geschult, daher kommt auch mein Begriff des inkompetenten Wohlwollens, weil es eben wenig bis keine Fortbildungsmöglichkeiten im Moment gibt, um mit solchen relevanten Themen im Schulalltag dann auch umzugehen. Wie sehr wir das mitbekommen oder wie sehr ich das persönlich mitbekomme, das liegt natürlich an dem, wie sehr sich SchülerInnen einem offenbaren wollen. Und das, meine Erfahrung ist, dass sie sich nicht hinstellen und sagen, ich bin trans, ich bin queer, ich bin sonst was, sondern dass man das tatsächlich eher so am Rande mitkriegt und dann haben wir natürlich auch alle, die eben selbst aus der queeren Szene kommen, vielleicht auch feinere Antennen für solche Themen. Das heißt, ich habe manchmal den Eindruck, ich weiß manche Dinge, bevor es vielleicht die SchülerInnen selber weiß. Aber davon abhängig, ja, es ist ganz wichtig, wenn man selber das offen lebt, wenn man selber ein Vorbild ist, auch im Schulalltag, also wenn man offen damit umgeht, dann ist meine Erfahrung, vertrauen sich SchülerInnen einem natürlich auch offener an. Dann sprechen sie auch über diese Themen, dann sprechen sie auch über ihre persönlichen Probleme mit einem, über die Erfahrungen, die sie im Schulalltag machen. Und das ist eine ganz große Chance, die wir, glaube ich, viel zu oft noch ungenutzt lassen. Also da gibt es natürlich eine Besonderheit in Baden-Württemberg. Da waren wir mit unter den Ersten. Diejenigen, die das mitbekommen haben, so um 2014 rum, diese Diskussion um den neuen Bildungsplan, die werden sich da vielleicht noch leidig dran erinnern, um die vielen Proteste, die es dagegen gab. Heute ist das dieser neue Bildungsplan. Seit 2016 gibt es den dann in Kraft mit seinen verschiedenen Leitperspektiven dann auch im Schulalltag angekommen. Und eine dieser Leitperspektiven ist die Bildung für Toleranz und Vielfalt. Warum Leitperspektiven? Deshalb diesen Begriff, weil er über allen Fächern, über allen Schulformen und auch über allen Altersstufen quasi so übergespannt ist. Ja, das ist eine Grundkompetenz, ein Grundverständnis, Grundwerte, die wir unseren SchülerInnen mitgeben wollen und natürlich auch müssen. Und es fängt, um es vielleicht ein bisschen plastischer zu machen, in der Sekundarstufe damit an, dass man in Klasse 7 und 8 im Biologieunterricht im Rahmen des klassischen Sexualaufklärungsunterrichts dann auch mit diesem Thema verschiedene sexuelle Identitäten und verschiedene sexuelle Orientierungen konfrontiert wird und geht weiter, zum Beispiel im Fach Gemeinschaftskunde, dann ab Klasse 8 bis 10, da lernt man dann zum Beispiel den rechtlichen Rahmen kennen, also das Thema Minderheitenschutz im Grundgesetz. Darüber hinaus sind wir alle durch diesen Bildungsplan und durch diese Leitperspektive in unserem täglichen Unterrichten, egal in welchem Fach, gefordert, diese Themen Akzeptanz und Toleranz gegenüber queeren Leben in unseren Unterricht einzubinden. Und da liegt auf der einen Seite aus meiner Sicht die Chance, nämlich dass das auch so Fächer wie Mathe oder Sport nicht unberührt lässt. Ist natürlich jetzt schwierig, also kann sich jetzt vielleicht niemand groß was darunter vorstellen, wie man jetzt in einer Textaufgabe im Mathematikunterricht queeres Leben einbaut. Aber wenn man zum Beispiel mal einen Blick in die Schulbücher wirft, da fällt mir zum Beispiel als
Englischlehrer auf, dass es in Klasse 8, um das Present Perfect Progressive einzuführen, wird dann da irgendeine Geschichte zwischen zwei Jugendlichen an der Schule konstruiert. Die sind natürlich fiktiv und das sind dann aber immer in der Regel Heteropärchen, die sich da entwickeln. Und das ist natürlich eine total verpasste Chance. Also gerade zum Beispiel, was Materialien, Schulbücher angeht, die sollten queeres Leben natürlich genauso aufgrund dieser Leitperspektive abbilden und tun es aus meiner Sicht bisher nach wie vor noch nicht mal ansatzweise ausreichend. Und da wieder, es ist auf der einen Seite eine Chance, aber auch ein Problem, weil es den einzelnen Lehrkräften wirklich sehr weit überlassen wird, inwieweit sie das in ihren Unterricht einbinden. Da würde ich für sehr viel mehr Verbindlichkeit plädieren, denn das Thema ist wichtig genug. Also generell, wenn ich ein bisschen böse sein wollte, dann würde ich sagen, Schule der Vielfalt ist als Titel eigentlich ein Anachronismus, weil jede Schule ist eine Schule der Vielfalt, genauso wie dieses Label Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage ein Stück Etikettenschwindel ist, weil jede Schule hat Rassismus in sich, ja? Weil Schulen alle immer die Gesellschaft in ihrer Breite abbilden und das ist ja unsere Aufgabe, damit umzugehen. Deswegen, jede Schule ist Schule der Vielfalt und wir müssen uns jetzt Strukturen überlegen, wie wir damit umgehen. Aber generell spricht natürlich nichts dagegen, solche Aktionen oder solche Labels, die dann natürlich auch mit entsprechenden Unterrichtsangeboten, Methodentagen, Strukturen, Selbsterklärungen der Schulen und der Kollegien auch einhergehen, dass man diese natürlich an den Schulen fordert und fördert. Aber ich würde mir insgesamt, wie gesagt, mehr Verbindlichkeit wünschen, dass es über Aktionstage hinausgeht, dass es wirklich zu einem Grundkonsens an den Schulen wird, dass wir das strukturell viel mehr in den Alltag integrieren, in das alltägliche Unterrichten, in das Fortbildungsangebot für Lehrkräfte und Schulen, für Schulleitungen. Also für mich bedeutet Schule der Vielfalt in allererster Linie, dass Schule ein Safe Space sein muss für queere Jugendliche, dass sie ihre Identität, ihre sexuelle Orientierung an der Schule erstmal frei entdecken können, ohne Diskriminierungserfahrungen, dass sie aber auch Handwerkszeug von der Schule mitbekommen oder in ihrem Schulleben. Zum Beispiel Themen wie Mental Health, Body Positivity, ganz großes Thema. Umgang mit sozialen Medien, mit Diskriminierungs- oder Hassnachrichten in sozialen Medien. Das ist etwas, da sind wir als Schule, da rennen wir der Realität total hinterher. Also aus meiner persönlichen Schulzeit kann ich berichten, dass das Thema aus dem, was ich oder woran ich mich erinnern kann, einfach keine Rolle gespielt hat. Und das ist auch nicht gut, weil wir reden ja auch in queerer Sichtbarkeit und Marginalisierung von Minderheiten funktioniert natürlich immer dann am allerbesten, wenn sie unsichtbar sind oder unsichtbar gemacht werden. Und das ist natürlich die Hölle. Also ich war auf einem relativ ländlichen Gymnasium damals, wenn dieses Thema einfach gar nicht existiert oder nicht vorkommt in der eigenen Erlebenswelt als heranwachsender queerer Jugendlicher. Und das hat sich aus meiner Sicht eben durch die viel größere medialere Präsenz des Themas, durch die wachsendere Offenheit in der Gesamtgesellschaft und ganz besonders eben bei Jugendlichen schon gewandelt. Also das ist ein Thema, das kriegt man in vielen Pausen mit, in den Gesprächen, die die SchülerInnen führen, dass sie von ganz alleine ohne Zutun der Schule oder ohne Zutun der Lehrkraft auf diese Themen zu sprechen kommen und da auch irgendwie ganz natürlich mit umgehen. Das ist ein großer Schatz, den ich damals irgendwie vermisst habe. Die Frage, ob jetzt die Landesregierung damit viel zu tun hat, würde ich ganz klar sagen, ja, Baden-Württemberg ist, glaube ich, strukturell ein relativ konservatives Ländle. Und da hat sich eben durch einen Regierungswechsel sehr, sehr viel getan. Also ich bin überzeugt, dadurch, dass eben strukturell auch dieses Thema in die Schulen hineingespielt wurde durch den neuen Bildungsplan und die Leitperspektive, hat sich da schon etwas getan. Ich würde mir von Herzen wünschen, dass wir es hinbekommen, also wir als Lehrkräfte und wir als PolitikerInnen, dass wir Schule für euch in Zukunft zu einem Ort gestalten können, an dem ihr erstmal euch ganz frei ohne
dass ihr euch Sorgen machen müsst, diskriminiert zu werden, ohne dass ihr euch Sorgen machen müsst, schräg angeguckt zu werden, entfalten könnt oder erstmal entdecken könnt in eurer Sexualität, in eurer sexuellen Identität oder Orientierung. Und ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, dass wir euch in Zukunft dabei viel stärker unterstützen können, dass ihr auf Menschen im Schulalltag stoßt, die eine Stütze sind, dann, wenn ihr euch überlegt, euch beispielsweise zu outen, eine Stütze sind, dann, wenn ihr merkt, dass dieses Thema für euch auch zur Bürde wird, denn das gehört auch zum queeren Erleben mit dazu. Und ich würde mir wünschen, dass ihr einfach in Zukunft dann vielleicht auch wieder selbst mal, also weit in die Zukunft gedacht, an die Schulen zurückkehrt als Lehrkräfte, vielleicht als SozialarbeiterInnen oder wenn ihr, ich weiß nicht, für Pro Familia arbeitet und Aufklärungen an Schulen macht oder was auch immer. Das ist eine Generationenaufgabe. Ich glaube, die Community lebt davon, dass sie sich generationenübergreifend unterstützt. Ich habe den Eindruck, dass wir als Lehrkräfte gerade so einen ganz kleinen Teil dazu beitragen können, dass es für euch einfacher ist, die Idee des Trailblazers, also euch den Weg so ein bisschen frei zu kämpfen. Und ich hoffe, dass wir da noch besser werden dabei in Zukunft.